Für die Fülle. Unter diesem Namen eröffnete am 4. Dezember die neue Jahresausstellung 2013 im Künstlerhaus. Der Salzburger Kunstverein hat Luise Reitstetter als Gastkuratorin für die Ausstellung eingeladen. Und diese Ausstellung ist anders, als manch einer es gewohnt ist. Die Ausstellung sieht anders aus. Das hat mehrere Gründe. Einer, man muss sagen, ich bin vor einem circa einem Jahr hatte ich die Idee zur Ausstellung und bin mit so einem Bild, mit so einer Vision gestartet und habe mir eigentlich gedacht, dieser Raum, der große Saal, ich würde ihn gern mal ganz voll sehen und auch mit ganz, ganz vielen Künstlerinnen zusammenarbeiten. Wenn man den großen Ausstellungsraum im Künstlerhaus betritt, fallen einem sofort die vielen alten Kästen auf, die den Raum komplett ausfüllen. Die Kunstwerke werden in den Kästen präsentiert. Also das ist sozusagen eine sehr ungewöhnliche Kunstpräsentation. Eine Kästen hat man mal zu Hause mit Kleidung vollgestopft. Aber es gibt sozusagen historisch auch Bezüge, dass in Kästen Kunst oder Kunstobjekte ausgestellt werden. Zum Beispiel eben in Wunderkammern der Spätrenaissance. Es gibt im Schloss Ambras, das ist sozusagen eine moderne Form, in Nähe von Innsbruck, ein ganz wichtiges Museum. Und da ist es sozusagen, da wurde die Kunst in Kästen ausgestellt. Und für uns war der Kästen auch noch zusätzlich, weil wir nach einem System gesucht haben, das sozusagen additiv ist, wo man einfach mehrere Kästen nebeneinander stellen kann. Die Jahresausstellung Für die Fülle kann bis 26. Jänner 2014 besucht werden.